Ich raff das jetzt echt nicht. Kann doch nicht sein, dass ich hier 5 Milliarden Stunden lang in die falsche Richtung renne. Ich meine, mir kam das ja alles bekannt vor, dass wir hier schon waren. Klar. Aber man kann ja auch nirgendwo anders lang. Habt ihr ja selber gesehen. Oder ich bin echt einfach zu dumm. Nein. Na. Das musste ja jetzt passieren. Ah, das musste ja jetzt passieren. Das ist, wenn man dann hektisch wird. Wenn man nicht weiß, hä, warum ist denn das jetzt hier so? Mann, Mann, Mann. Tja, wo lang? Links oder rechts? Rechts. Ja, da kommt wieder der lange Pfad. Ich bin da jetzt gerade echt ein bisschen angepisst deswegen. Weil ich das nicht verstehe. Wie kann man ein Spiel so programmieren? Das ist ja gar nicht schön. Komm, ihr könnt mich mal. Ich kümmere mich jetzt hier um gar keinen mehr. Das ist bestimmt meiner. Sag ich doch. Leckt mich. So, hier müssen wir durch. Hier geht's nur nach rechts. So, da sind wir einmal da längs lang gerannt. Ach so. Och, ey. Wie soll man denn noch sowas wissen? Dass man auf dieses Fließband im Hintergrund gehen kann. Ja, auf sowas kommt man auch nicht von alleine. Ernsthaft. Boah, hätte ich mir den ganzen Weg gerade zurücksparen können.
Wo habe ich mich jetzt erschreckt, dass das Tor zuging? Einfach so erschreckt. Aber total. So, komm schon. Raus hier. Aus dem Albtraum. Ah, war klar. Dürfen wir jetzt raus? Hä? Moment mal. Sind wir nicht jetzt schon wieder im Kreis gelaufen? Nee, okay, das kann ja nicht. Immerhin sind hier jetzt Gegner. Das heißt also, ich bin jetzt quasi einmal nur wieder bis zum Ende gelaufen. Damit der mir sagt, das Tor ist jetzt offen. Und wir dann wieder zurücklaufen. Verrückte Welt. Oder wir laufen jetzt schon wieder falsch. Boah, ey, ich krieg hier echt langsam eine Klatsche. Ich krieg hier echt langsam einen an der Klatsche. Das war wieder die falsche Richtung. Ich fass das nicht. Wie kann denn sowas? Da waren doch jetzt auch Feinde, also muss das doch eigentlich richtig gewesen sein, hier in die Richtung zu laufen. Oh. Also war das falsch, den Aufzug zu benutzen? Oder war das richtig, den Aufzug zu benutzen? Ich kann hier richtig von falsch nicht mehr unterscheiden. Weil, ich meine, gut, hier ist ja dann der Dingens da losgelatscht hier, der Feind. Das ist ja vorher nicht passiert. So, hier kamen die Kamikazis uns aber entgegen. Tun sie auch immer noch. Ey, warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt rennen wir schon wieder hier lang. Das ist total sinnfrei. Hier unten das Tor ist deswegen jetzt auch nicht wieder auf. Das macht doch keinen Sinn, dass man dieselbe Stage immer wieder langläuft. Wozu hat man zum Beispiel... Oh. Wozu wurde jetzt gerade zum Beispiel der Dingens freigeschaltet? Och Mann, ey, fick dich!
Wozu? Wozu? Hat er jetzt gerade gesagt, das Tor wurde freigeschaltet. Wozu kann man dann diesen Scheiß Aufzug runterfahren, wenn man dann sowieso wieder da falsch ist? Was soll der Scheiß denn? Das ist doch Kacke. Das ist doch echt Kacke. Das zieht das Spiel jetzt irgendwo in eine Länge, wo es gar nicht sein muss. So, und jetzt ist halt entkomme der verlassene Fabrik. Jetzt sind wir da wieder am Anfang. Ey, die wollen mich doch jetzt echt verarschen. Und jetzt hat er noch nicht mal gesagt, das Tor ist auf hin. Jetzt kommen wieder die scheiß Kamikaze-Renner. Fickviecher. Warum rennt ihr denn in die Richtung? Ich drücke in die andere, Mann! Ich werde jetzt langsam echt sauer. In so der Scheiße immer. Boah, ich bin echt gerade, ich brodel innerlich. Ach, verpisst euch einfach alle. Lasst mich einfach nur hier durch. Ist besser für uns alle. So, da bin ich ja den Fahrstuhl runter. Das mache ich jetzt nicht. Weil sag doch mal ehrlich, das ist doch total sinnfrei. Ach Mann, ey! Ich will das da oben haben. Egal was es ist. Ich will das haben, Mann! Boah, das ist unmöglich. Scheiß drauf, ey. Einfach ficken, ey. Ey! Geh, Mann! Du lässt dich nicht platt machen hier!
böse Roboter dabei? Nein, gut. Ein paar Sachen einsammeln. Boah, der Level geht gerade echt länger, als ich gedacht hätte. Und dass er mich so sauer macht, hätte ich auch nicht gedacht. Boah, jetzt steht mir dieser dumme Pascal im Weg. Liegt wohl am Namen. Ey, ich will da oben drauf. Nein, ich will da oben drauf. Na also. Blöde 2,5D oder was das immer hier sein soll. Nein, ich muss hinten lang. Kann ich wahrscheinlich nicht wegen den Kackleichen da, ne? Ach komm, ey. Kein Bock. Ich reg mich sowieso schon viel zu viel hier in diesem Level auf. Da muss ich mich nicht noch extra quälen. Brechen wir schnell zum Zielort auf. Ja, habe ich vor. Dass die ganzen Transportdinger nicht funktionieren, wenn es drauf ankommt, finde ich schon sehr, sehr mysteriös. Immer Funktionsausfälle, wenn es gerade recht ist. Und Pascal ist mir ja so eine große Hilfe. Nicht. Die ganzen Leichen, ey. Ruhig rumflattern, sag ich schon, rumliegen. Ich hoffe, ihr sterbt alle. Ah, jetzt kommt bestimmt noch ein Endgegner. Den berge ich, einen repariere ich. Wenn ich nur dazu komme. Einen reparieren wir. Alex. Das ist aber ein sehr, sehr kreativer Name. Da hat jemand die Kreativität mit Löffeln gefressen, habe ich das Gefühl. So. Ja, das war doch klar. Überraschung, Überraschung. Boah, ich sehe nichts.
Mal ein bisschen Platz schaffen. Und aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Oh. Das ist neu. Yeah. Like Blade. We are Blade. Hat ja nichts verloren, was ich einsammeln kann. Das ist aber ein magerer Endboss. Schon ein bisschen enttäuschend. Oh, endlich. Raus aus der Höllenfabrik. Ohne Scheiß. Boah, ey. Also ich meine, das ist sowieso schon schwer, an verschiedene Punkte auf der Karte zu kommen. Ne? Aber in so einer blöden 2D-Fabrik, ne, sich auch noch verlaufen zu können. Das ist echt, das schlägt dem fast den Boden aus. Ach, wir sind immer noch nicht am Ende. Ich mach euch alle kaputt, ihr Spaten. Verlaufe mich jetzt schon wieder, oder? Ich dachte, ich bin jetzt raus aus dieser Fabrik, aber nein. Natürlich nicht. Hab ich mich zu früh gefreut.
Boah, wie viele von denen kommen denn hier noch? Die wollen mich echt nicht aus der Fabrik rauslassen, habe ich das Gefühl. Die haben mich einfach zu gern. Noch einer, ey. Also langsam wird's makaber. Aber immerhin neue Stufe erreicht dadurch. Dann will ich nicht meckern. Außerdem so viele Feinde heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Also, irgendwie. Auf irgendeine Art. Ja, links oder rechts? Ich will doch einfach nur nach Hause. Ich will doch nur zu meiner Mami. Warum lasst ihr mich nicht einfach gehen? So, das sieht doch gut aus. Boah, langsam gehen mir meine Erholungen aber auch, glaube ich, flöten. Nur 20G. Mann, was für arme Schlucker rennen denn hier überall rum? So, das kommt mir aber bekannt vor. Ich glaube, hier hat uns doch der eine Roboter durchgeführt. Als wir zum König wollten, oder? Oder täusche ich mich da? Kommt mir sehr vertraut vor. Ich glaube, das sieht gut aus. Oh, war das hier nicht am Anfang, wo wir gegen diesen Riesenroboter gekämpft haben? Klar. Sind wir da oben lang? Jetzt können wir wohl nicht da oben lang. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Och man, das ist doch scheiße. Bringt doch alles nichts, wenn man nur im Kreis läuft. Da kann ich auch nicht hoch. Wie kann ich nirgends hoch? Boah. Also bin ich schon wieder falsch gelaufen. Wie kacke ist das? Ja, bringt mir alles nichts. Aber jetzt weiß ich, warum mir das so vertraut vorkam. Ja, so ein Tipp einfach mal, ne? In welche Richtung man laufen muss, wäre angenehm.
Ich finde, das trägt nicht gerade dem Spielspaß bei, wenn man die Leute einfach so rumirren lässt, ohne mal einen Hint, in welche Richtung man gehen muss. Ich hatte ja jetzt hier die Wahl, entweder links oder rechts rumgehen. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Weil man läuft hier ja überall lang. So, und ich habe mich halt für die eine Seite entschieden. So, genau, links rum. So, man kann aber auch... Ah ne, hier bin ich runtergegangen. So. So, runter scheint ja auch richtig zu sein. So, aber dann bin ich links rumgegangen. Anscheinend muss man aber rechts... Nee, da laufe ich ja auch im Kreis. Ach Leute, das macht doch so keinen Spaß. Meine mittlere Erholung ist auch bald aufgebraucht. Bringt alles nichts. Ne, dann laufe ich ja schon wieder im Kreis. Ey, ich komme von diesem Kack-Dingen nicht weg. Wisst ihr, wie angepisst ich jetzt gerade bin? Richtig angepisst. Ohne Scheiß. Mir könnte das Spiel ruhig mal einen Tipp geben, wie ich da hinkomme, verflixte Kacke. Ja, hier raus muss, ist ja anscheinend richtig gewesen. Und hier lang, das ist einfach nur eine Abkürzung. Ja, das bringt mir auch nichts, wenn die dann immer wieder kommen. So, weil wenn ich da einfach runtergegangen wäre, wäre ich hier einfach unten angekommen. Hier einmal rum, das wäre da, wenn ich da einfach runtergefallen wäre. Also gibt es eigentlich gar keinen anderen Weg, den Turm runter, außer den wir gegangen sind. So, also gehen wir jetzt hier runter. So, alles super. So, und dann geht's nun mal nur da lang. Es geht nur hier lang. Und hier gibt's auch keinen anderen Weg irgendwo hin. Man muss da unten lang. So, man kann nur hier lang gehen. Und dann kommt man nun mal hier hin. Ich kann mich nochmal umschauen, aber hier ist auch nichts. So, und dann landet man nun mal gleich da an der Stelle, wo man gegen den Dingens gekämpft hat. Moment, warum geht's denn hier jetzt? So. Hier. So, dann ist man hier und kommt nirgendwo anders mehr hin. Da drüben, da geht zwar eine Treppe runter, aber da kommt man nicht hin. Warum kommt man da nicht hin? Was soll das? Hier über ein Rohr oder irgendwas, dass man da lang gehen kann. Nein, nix. Über das Schaufelrad, dass man da vielleicht gehen könnte. Nein, nix. Man kann hier nicht runterspringen. Man kann da auch nicht hochspringen.
geht nix. Verdammte Ficke Scheiße hier. Es gibt nichts zum Ausweichen. Oh. Ah, man kann sich in den Tod stürzen. Das ist natürlich die feine Lösung. Echt, ey, ich raste gleich aus, ey. Ich raste gleich echt aus. Und das Schlimme ist, hier ist auch nirgends eine Stelle, wo ich mal eben abspeichern könnte oder irgendwas. Boah, das kotzt mich an. Es kotzt mich gerade tierisch an. Und ich weiß, weißt du, ihr seid jetzt zu Hause, ihr guckt euch das an und denkt euch... Guckt ihr mal den Spasti an, der regt sich schon wieder auf. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Ist es nicht? Stellt euch vor, ihr müsst das jetzt spielen und rennt die ganze Zeit im Kreis. So, ich gehe jetzt wieder in den Fahrstuhl rein. Vielleicht hätte ich gar nicht erst in den Fahrstuhl reingemusst. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. In dem Spiel ist ja alles möglich. Hier werden Dreams come true. Bin ich von da gekommen? Oder bin ich von da gekommen? Ich glaube, ich bin von da gekommen. Ich hoffe, dass ich von da gekommen bin, sonst glaube ich nämlich wieder im Kreis. Nee, ich bin von hier gekommen, weil hier sind die offenen Kisten. Aber anscheinend ist es ja falsch, dass ich hier lang gegangen bin. Da liegt eine Leiche. Wisst ihr, warum die da liegt? Der ist verhungert, weil er die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist. Der wurde nicht von einem starken Gegner getötet. Ich muss da irgendwie rüberkommen. Da unten ist nämlich der Weg, den wir wohl lang müssen anscheinend. Ach, ich hau Pascal. Ist mir eigentlich auch egal. Boah, warum dreht der sich denn jetzt so beschissen? Nein, der soll ihn nicht anpeilen. Verfickt, ey. Boah, wenn ich jetzt wenigstens wüsste, ob wir von hier gekommen sind. Da ist wieder ein Aufzug. Ich möchte keinen Aufzug fahren. Das ist auch wieder ein Aufzug. Oh, da lässt er mich jetzt nicht lang. Da sagt er vorrücken zum Zielmarker. Also ist da der Weg auf jeden Fall falsch. Klasse, warum kann er mir das nicht bei jeder Entscheidung hier sagen? Ich fasse es nicht. Ich musste jetzt gerade an Naruto denken. Oh, that was certainly something. I had no idea such a vast space existed beneath the abandoned
No thanks. Tja, ich glaube, wir müssen zu dem rüber. What about you? Oh, we'll probably wander back to the village. I have plenty on my plate there. I see. Endlich schnell speichern. Tja. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe jetzt nämlich gerade absolut keinen Nerv, selbst auf den Endgegner nicht. Tut mir leid. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.